Dankeschön. Heute habe ich Menschen eingeladen, die Geschichten erzählen, und zwar ihre eigenen Geschichten. Alle vier haben so viel erlebt in ihrem Leben, mehr oder weniger lang war dieses Leben bis jetzt, und sind wirklich so originär und haben Schicksale durchlitten, die eigentlich ungewöhnlich sind, mit Ausnahme natürlich von Ihnen. Ihnen ist bisher nur Gutes widerfahren. Ich darf erst mal vorstellen, Brigitte Mira, Kleine Frau, was nun, heißt ein Buch, das sie geschrieben hat. Und damit ist sie auf dem Weg zum Pulitzer-Preisträger, wenn ich das richtig interpretiere. Ach, wäre das schön. Ja. Brigitte Mira. Im Moment auf fast allen Fernsehschirmen der Republik und auch auf der Kinoleinwand Sylvia Seidel, frisch gebackene Bambi-Preisträgerin. Gratulation. Danke. Dann der Erik Schienecker, der auch ein Buch, nehme ich an, kein so vertrautes Milieu, um das es hier geht. Was ist Ihr Vater von Beruf? In welcher Familie leben Sie? Mein Vater ist jetzt vom Beruf mein Vater. Also der hat seinen Beruf jetzt aufgegeben wegen mir. Und der war vorher in der pharmazeutischen Industrie. Und ich meine, ich habe von all dem nicht so viel Ahnung, darum halte ich mich da auch zurück wegen irgendwelchen Fragen oder so. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, mal zuzuhören, weil ich habe davon wirklich keine Ahnung. Sie sind ein gut behütetes Mädchen. Ist es schlecht? Nein, ich frage, das ist eine Frage, da war ein Fragezeichen hinten dran. Ja, ja, weil ich werde das oft gefragt, so ein bisschen im Hinterton oft. Na, das warum? Heißt, zu Hause ausweint und Papis Brust und Papi passt auf und so. Werden. Nein, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe es wahnsinnig gut. Ich werde weder eingesperrt, noch bin ich von meinen Eltern dazu gezwungen worden, ins Ballett zu gehen. Ich meine, es gibt ja so die sogenannten Eislaufmütter, die die Kinder halt dazu bringen, weil sie es gern selber auch mal gemacht hätten. Und das ist eben ein Job, den kann man nur machen, wenn man es wirklich will, von ganz alleine. Und Sie wollten das schon als vierjähriges Mädchen? Ja, ich habe, also von meiner Mutter habe ich das gehört, dass ich, als ich klein war, immer, wenn Musik war oder Musiksendungen im Fernsehen, habe ich vor dem Kasten gestanden und so zum alten Petticoat immer so ein bisschen rumgehüpft. Sie haben bei der Starparade auch mal mitgetanzt, ne? Ja, ja. Ja, vor dem Fernsehen. Mir hat solche Sachen und mich halt auch gern verkleidet, geschminkt und die Stöckelschuhe von der Mutter angezogen und so. Und dann wollte ich halt immer tanzen. Irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass es sowas wie Ballettschulen gibt. Habe gemeint, das muss ich jetzt auch machen, ja. Und wenn man so klein ist, sagt man das halt, man möchte Tänzerin werden, nicht? Und irgendwann hört es auf. Meine Mutter hat sich auch, wie sie mir mal gesagt hat, immer gewünscht, dass dieser Wunsch mal weggeht, ja. Weil sie hat gemeint, das ist ein Job, den kann man nicht lange ausüben. Das sind so viele Probleme und all das, ja, im Körper und so. Aber bei mir wurde das immer stärker. Ich wollte halt immer Tänzerin werden, nicht? Habe deswegen auch die Schule aufgehört und habe nie einen Traum dran gedacht, mal sowas zu machen, was ich jetzt mache, was fast noch schöner ist. Also man kennt es ja, wie sie entdeckt wurden. Man hat jemand gesucht, der diese Anna spielt, unter 2000 Mädels, glaube ich, und die Rolle war eigentlich schon vergeben. Und dann ist trotzdem noch dann ihr Regisseur gekommen und hat, der Strecker ist das, ne? Ja. Und hat sie dann schließlich entdeckt und hat also seine Traumbesetzung. Das ist ja auch ein Glück für die Produktionsfirma. Sie haben im Grunde genommen das Glück für alle, eine Idealbesetzung zu finden. Jetzt war zu lesen, dass Sie während der Dreharbeiten zu dem Kinofilm etwas gelernt haben, nämlich das Küssen. Sie könnten jetzt richtig küssen. Ja, ja. Ich habe viel gelernt in dem einen Jahr. Ich habe die Leidenschaft entdeckt durch Patrick Swayze im Kino. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, eben an Broadway zu gehen und Musicals da zu werden. Sie haben die Leidenschaft im Kino entdeckt? Ja, ja. Ich habe eben Dirty Dancing gesehen und habe durch Patrick Swayze die Leidenschaft entdeckt. Also ich kann mich auch nicht mehr beherrschen, wenn er, ich kann mich nicht mehr beherrschen, wenn er im Kino seinen wilden Körper nicht mehr bändigt, dann sitze ich auch im Kinositz und mache so. Und also all solche Sachen habe ich da gelesen und das Küssen habe ich jetzt auch gelernt, nicht? Und ich finde es alles ganz amüsant. Also mit anderen Worten, Sie lesen Dinge über sich, die Sie selbst erstaunen. Ja, schon. Also die ich selber nicht so sage. Ich meine, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich, seitdem ich das mache, ein Jahr jetzt, ja, dass ich wirklich nie eine negative Presse hatte, eine böse Presse, ja, das ist nicht wahr. Aber oft sind halt Sachen, die sind irgendwo schon so gesagt, wie ich sie gesagt habe, aber so schön glatt geschrieben und tralala und also eben auch so Sachen, die dann gar nicht stimmen, nicht? Dass man wirklich denkt, ich komme vom Mond und habe jetzt plötzlich Männer kennengelernt und habe auch mal gesehen, dass man sich küssen kann und lauter solche Sachen, ja. Aber Sie wollen jetzt trotzdem von zu Hause ausziehen, oder stimmt das auch nicht? Ja, das irgendwann, glaube ich, kommt jeder in das Alter, wo er sich mal denkt, ich möchte so gerne mal schauen, wie das ist, so mich einrichten und alleine eine Wohnung haben und irgendwie auch mal wissen, ich bin jetzt ganz allein, auch wenn man das beste Verhältnis hat. Ich habe wirklich zu Hause ein super Verhältnis, ich kann echt, also fast alles machen. Und
Aber irgendwann kommt man halt in das Alter, dann denkt man schon oft darüber nach, wie ich halt oft zu Hause sage, oh, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt habe ich auch, ich habe einen kleinen Fimmel, ja, und ich habe immer schon gern Geld für Klamotten ausgegeben. Jetzt kann ich mir mehr kaufen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und da wird der Platz auch ein bisschen enger, denke ich mir, oh, es wäre toll, wenn ich ein Zimmer hätte, so ein Schlafzimmer und ganz viel Kleiderschrank. Solche Sachen kommen mir in den Kopf, aber das ist nicht deswegen, weil ich jetzt meine, ich muss jetzt ausziehen, weil ich jetzt im Fernsehen bin. Sie sind jetzt 19. Und Ihr Vater ist 60, also was an den Zeitungen steht. Der ist schon ein bisschen älter, aber ja. Mhm. Gut, 61. Nein, ja. Dankeschön. Nein. Sie bedanken sich für Papa. Ja. Ja. Ist er da? Ja, der ist da, der sitzt da. Ach, da sitzt er. Lässig. Als Pharmavertreter hat er noch einen grauen Streifenanzug gehabt. Ja. Als was? Haben Sie, na, er war ja in der Pharmaindustrie, haben Sie gesagt, ne? Ja, der ist aber nicht mit einem grauen Streifenzug rumgelaufen. Nee, die laufen da. Weißen Kittel. Die laufen da ganz cool rum, also die sind, die müssen zwar... Sind die nicht so seriös? Wenn du Pillen verkaufen willst, musst du wenigstens gut aussehen. Also er darf nicht in Cowboystiefel und Löcherjeans kommen, aber er muss auch nicht immer mit Fliege kommen und Krawatte und immer fein. Ja. Das Wichtigste ist einfach nur, dass er... dass er seriös wirkt. Nein, dass er zu den Kunden einfach nett ist, ja. Gut, aber jetzt ist er zu den Kunden nett, mit denen Sie zu tun haben. Fernsehproduzenten, Filmproduzenten, ja? Autoren, etc. Also er hat sich praktisch... als Ihr Berater entpuppt. Habe ich das so richtig jetzt verstanden? Ja, es, also finde ich... Also ich will das Wort Manager jetzt hier nicht verwenden, das ist mir immer so dick, ne? Es ist auch, also er ist auch nicht wie Steffi Grafs Vater vielleicht, es wird auch oft verglichen, es ist einfach nur, er ist weder mein Manager, noch hat er jetzt gemeint, er müsste mich jetzt hier irgendwie leiten oder führen. Er hätte sich eh in einem Jahr pensionieren lassen. Mhm. Er hat den Job jetzt, glaube ich, genauso dick, wie ich die Schule damals hatte und wollte halt irgendwann mal Schluss machen und war auch soweit. Und dann kam eben das mit mir, ganz plötzlich. Und da gibt es auch mal Sachen, wo man eben verreisen muss, wegfliegen muss und all das. Und das mache ich nicht gern allein. Ich glaube, das macht keiner gern allein, der in dem Job ist. Und das hat mein Vater mit mir gemacht. Ja, meine Mutter, der ist das alles zu viel, die mag das nicht so gern. Mein Vater macht das gern. Sind Sie das einzige Kind? Ich habe noch einen Halbbruder und auch zwei kleine Nichten, aber ich bin alleine aufgewachsen. Ja. Und mein Vater ist halt immer mitgekommen und hat halt irgendwann gemerkt, dass die Urlaubstage nicht mehr reichen. Und hat halt gedacht, jetzt lasse ich mich eben ein Jahr früher pensionieren. Und er ist nur noch für mich da. Er managt mich nicht und wie gesagt, er sagt auch nicht, du musst das machen oder das, sondern er ist einfach da, wenn ich sage, bitte geh mal ans Telefon oder mach das mit dem Geld, da bin ich viel zu doof dafür, für all die Sachen. Und auch wenn man 19 ist, man wird manchmal oft behandelt wie 12. Also wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht dieses Kleid anziehen oder so für diese Titelseite, dann sagen sie nicht, okay, verstehe ich, da fühlst du dich unwohl, da kann man auch nicht posieren, wenn man sich unwohl fühlt. Nein, da wird hingeredet, irgendwann setzt man es dann doch, zieht man es doch an, weil man einfach zu müde ist, noch weiterzureden. Ja? Und dann ist es ganz gut, wenn man jemanden dabei hat, der ein bisschen älter aussieht. Dann glauben die das dem eben eher als mir. Ja, glaubwürdig sieht er aus. Ja, ist Ihnen aufgefallen, dass wir heute noch keiner von uns Anna zu Ihnen gesagt haben? Das finde ich toll. Das fiel mir auch auf, als ich diese vielen Interviews mit Ihnen sah. Und wir waren ja auch mal zusammen bei der Goldenen Kamera. Alle sagen Anna. Oder nein, Verzeihung, Sylvia, ja, da macht man so ein kokettes Spielchen draus. Und natürlich gibt es diese Verwechslung. Ist klar, dass Herr Tappert Herr Derrick ist, ne, auf der Straße und so, wenn man das lange genug macht. Klar. Aber das sind keine Identitätsprobleme. Sie sind Sylvia. Ja, für mich schon. Also für mich, ich bin einfach Sylvia und ich habe liebend gern die Anna gespielt. Und es ist mir völlig klar, dass man, wenn man was über mich schreibt oder irgendwas über mich erzählt, dieses Wort eben in Verbindung bringen muss, weil das habe ich ja gemacht und deswegen stehe ich ja in der Zeitung, ja. Aber wenn halt dann irgendwie Leute einen Artikel über mich schreiben, was zu Hause passiert ist oder irgendwas oder so, dann ist immer Anna, Anna. Und auch die Leute auf der Straße sagen jetzt, schmeißen Sie nicht die Anna, sag ich, die habe ich gespielt, ich bin eigentlich die Silvia. Dann bin ich denen gar nicht böse, weil die hören das ja nicht anders. Die kriegen das ja von allen Seiten immer nur so mit. Und am Anfang hat man mich auch gefragt, ob mich das stört und so. Und da habe ich gemeint, nö, warum? Ist eigentlich schön, dass man durch diese Sache, die man gemacht hat, so da drin ist, dass irgendwie hat das gewirkt und dann ist es doch ganz witzig, wenn die einen auch so anreden, weil es hat ihnen anscheinend gefallen. Aber mittlerweile nervt es mich. Also nicht, dass ich jetzt sauer bin, aber das ist einfach ein bisschen Angst, dass man denkt, eigentlich ist es ja mein Wunsch, in dem Job jetzt weiterzumachen. Und dann wünsche ich mir halt auch mal, dass ich eine andere Rolle spielen darf. Und wenn dann irgendwie mein Name aufgeführt ist, weiß vielleicht gar niemand, wer ich bin oder so. Oder irgendwie, dass man dann eben nur noch Anna ist, nicht? Sie steht jetzt da, wo Sie mal waren, ganz früher. Also ja, ich wollte gerade zu diesem Thema sagen, es gibt drei Punkte in unserem Leben. Und zwar beim Publikum. Das Publikum sagt, sie kenne ich doch. Hat er sich das Gesicht gemerkt, das ist schon mal sehr viel. Ja. Dann kommt der zweite Punkt, ich habe sie an der Stimme erkannt. Und dann kommt der dritte Punkt, dass man den Namen weiß. Das dauert ganz lange. Ja.
Ich meine, zu mir kann man ja auch nicht immer sagen, die Oma.